Das hier waren ja ein paar Begriffe zu Beginn. Wie viele Bits hat ein Kilobyte RAM? Beim RAM hat man ja ärgerlicherweise historischerseits, dass man binär arbeitet, dass man 1024 als Kilo bezeichnet und nicht 1000 als Kilo bezeichnet. Es gibt im Prinzip auch einen Standard, der sagt, da müsste man es Kibibyte nennen, aber das hört sich total komisch an und macht kein Mensch. Deshalb hat sich das hier immer noch so historisch festgefressen. Ein Kilobyte RAM sind also 1024 Byte. Ein Byte sind 8 Bit nach heutigem Standard. Früher war das nicht so ganz klar, aber seit Jahrzehnten ist das klar. Ein Byte sind 8 Bit, also 1024 mal 8 Bit will sagen 8000 noch was an Bits. Nicht genau 8000, etwas mehr als 8000 Bits. Wenn es um RAM geht, hier auch 16 GB RAM, dann zählt man binär. Traditionellerweise auch, wenn die Normen sagen, das sei nicht richtig so, in der Praxis machen es trotzdem alle so. 16 GB RAM heißt also 16 mal 1 Giga. Ein Giga normal, wie Sie es in der Physik kennen, wäre 1000 mal 1000 Kilo Mega Giga. Das wäre ein Giga in der Physik. Jetzt soll es aber ein Giga RAM sein, also 1024, 1024, 1024, dass man nette Zweierpotenzen hat. 16 mal 1024 hoch 3 ist irgendwas bei 17 Milliarden. Also nicht 16 Milliarden, sondern 17 Milliarden. Der USB-Stick dagegen, der Flash-Speicher, der kommt nicht so schön binär strukturiert wie der RAM-Speicher. Beim RAM habe ich so schön Spalten und Zeilen, alles in Zweierpotenzen auf dem Chip. Beim USB-Stick oder beim Flash-Speicher auf dem Stick, genauso bei einer SD-Karte und so weiter, ist das nicht so schön strukturiert. Und dann sagt man eben als Hersteller, naja, wenn ich was als 16 GB verkaufen kann, was eigentlich weniger ist, eben nicht 16 Milliarden, dann mache ich das doch. Die Hersteller sind dann klammheimlich dazu übergegangen und auch nicht so klammheimlich, dass sie gesagt haben, wie an dieser Stelle sagen wir mal 16 Gigadezimal, wirklich 1000 mal 1000 mal 1000, dann können wir nämlich weniger Bytes als 16 Gigabyte verkaufen. Das also tatsächlich 16 Milliarden, exakt 16 Milliarden beim USB-Stick. Bei Festplatten macht man das auch so, weil es dann natürlich technisch viel einfacher ist. Beim RAM habe ich diese Zweierpotenzen fest eingebaut. Da wird Ihnen keiner 16 Gigabyte als 16 Milliarden verkaufen. Das als Vorbemerkung zu solchen allgemeinen Begriffen mal. Bit und Byte. Heute ist ein Byte 8 Bit. Das wäre ein Byte. Und darin stehen Ja-Nein-Informationen, 8 Stück, 8 Bits. Ein Bit ist ein Binary Digit, eine Binärziffer, das ist ein Bit. Eine Binärziffer, 0 oder 1, Ja oder Nein. Binary Digit.